mit zahlreichen spannenden sportlichen und kreativen Spielestationen, kulinarischen Spezialitäten und vor allem jeder Menge Spaß feierten Schüler, Lehrer und Eltern das Schulschlussfest der Volksschule Fischerment. Besonders große Freude bereitete bei den sommerlichen Temperaturen erfrischendes Eis. Spannung und Spaß. Beim Abschlussfest der Volksschule Fischerment gab es eine Vielzahl an Aktivitäten und Highlights. Der Spielplatz der Volksschule bot beste Unterhaltung für die Kinder. Es gab eine Erste-Hilfe-Station, eine Anatomiestation von den First Responder Fischerment und ein Highlight war ganz klar das Eis. Zudem wurde von Kuchen bis Gegrillten alles geboten, was das Familienherz höher schlagen lässt. Es gibt wunderbare Spielstationen, es gibt ein tolles Buffet, der Grillverein ist da. Es ist einfach, die Kinder haben Spaß, die Eltern haben Spaß und so soll ein Schuljahr zu Ende gehen. Das Ambiente ist wunderbar und wunderschön. Es ist ein riesengroßer Platz und wir sehen ja auch, es kommen nämlich auch Kinder, die einmal in die Volksschule gegangen sind und helfen tatkräftig bei den Spielstationen mit. Ich finde das so traumhaft schön, ja, dass auch ältere Kinder trotzdem noch weiterhin gern zu uns in die Volksschule kommen. Das organisiert immer der Elternverein, also danke hier. Wir haben ja heute auch drei Damen beim Elternverein verabschiedet, die jahrelang etwas geleistet haben für Fischerment. Und ich freue mich natürlich, dass dieses Fest so gut ankommt und ich freue mich vor allem auch, dass unser neuer Eiswagen so gut ankommt, weil das war meine spezielle Idee als Überraschung für die Kinder. Man sieht, wie ausgelassen sich die Kinder hier austoben, sieht man, das kommt einfach gut an, sein Fest. Und die Kinder sind da wirklich mit Herzblut dabei und genießen diesen Tag so richtig, oder? Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, auch die Lehrer sind da, die Hortbetreuerinnen sind da. Es ist wirklich ein Miteinander, ein Fest mit allen gemeinsam und das ist einfach wirklich schön. Eine große Schlange vor dem Eiswagen zeigte, wie beliebt das Eis bei den sommerlichen Temperaturen war. Aber auch sonst gab es allerlei Leckereien. Ich habe das mit meiner Liste angekauft, dieses Eisfahrrad. Und wir werden jetzt den ganzen Sommer unsere Kinder mit Eis verköstigen und versorgen bei den verschiedensten Events oder ganz einfach spontan irgendwo. Und heute ist natürlich der optimale Startpunkt. Und ich bedanke mich beim Ambiente, beim Georgie für die gute Zusammenarbeit und für das tolle Eis, das uns zur Verfügung steht. Kein Wunsch bleibt, glaube ich, offen. Es gibt selbstgebackene Kuchen, die Grillwürstel sind sowieso ein Traum und das Eis ist heuer zum ersten Mal und der Schlange nach kommt es auch sehr gut an und die Kinder sind sehr glücklich. Jetzt geht es für die Kinder ja wieder in die Ferien. Wie wichtig ist da, denken Sie, vor allem auch für die Kinder hier noch einmal gemeinsam mit den Freunden hier, dieses tolle Fest hier zu begehen? Ja, dieses Fest ist ein toller Abschluss natürlich des Schuljahres, aber es ist im Fischerment so, dass wir eine tolle Ferienbetreuung auch haben. Das heißt, unser Hort hat ja auch die ganzen Ferien geöffnet und viele Kinder werden auch dieses Angebot nutzen. Also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Tag, denn es gibt natürlich immer wieder kleine Probleme während des Schuljahres und ich finde, dieser Tag zeigt einfach, dass wir trotzdem eine gute Zusammenarbeit haben und dass sowohl die Eltern, die Kinder, wir Lehrer, als auch die Gemeinde, Musikschule, alle, die dazugehören, einfach ein tolles, großes Team sind. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig für die Kinder, weil sie haben viel gearbeitet. Es war viel Stress für die Kinder. Und jetzt einmal zu feiern, auch mit ihren Freunden, Mama und Papa dabei zu haben, vielleicht auch Oma, Opa. Ich glaube, das ist für die Kinder wirklich ein Highlight immer im Schuljahr. Mit großer Freude erwarteten die Kinder bereits die Sommerferien, die ja bald beginnen. Ja, genau. Also es ist ein herrlicher Tag heute und ich glaube, das widerspiegelt einfach das Strahlen der Kinder. Das Strahlen der Kinder, die einfach sich auf dieses Sommerfest und Abschlussfest freuen. Und ich glaube, nichts Besseres kann uns passieren, als den heutigen Tag so zu genießen zu dürfen.